Ob beim Wassersport oder dem Bootsausflug, eine gute Rettungsweste darf neben wetterfester Bekleidung nicht fehlen, denn sie kann im Notfall das Leben retten. Indem die Rettungsweste eine ins Wasser gefallene Person selbstständig in die Rückenlage dreht und so den Kopf auf der Wasseroberfläche hält, bleiben die Atemwege frei, selbst wenn der Betroffene bewusstlos ist. Davon abgesehen ermöglichen Rettungswesten ein möglichst langes Überleben im Wasser, indem sie notwendige Schwimmbewegungen mit dem damit verbundenen Kraftaufwand und Wärmeverlust reduzieren. Je später Entkräftung und Unterkühlung einsetzen, desto länger ist die Überlebenszeit im Wasser und desto größer die Chance auf Rettung. Das erste Produkt auf unserer Liste ist AWN Bravissimo Rettungsweste. Die Rettungsweste Bravissimo von AWN besteht aus Feststoff und ist mit einem umlaufenden, breiten Kragen versehen. Laut Hersteller ist diese Weste als Sicherheitsmaßnahme bei Motorbootfahrten und Segelfahrten geeignet und passt sich durch den Schnitt im Körper des Trägers an. Die Rettungsweste bietet einen Schrittgurt und ein individuell verstellbares Gurtband. An der Feststoffweste sind eine Signalflöte und Reflections-Streifen angebracht. Diese sollen im Notfall für bessere Sichtbarkeit sorgen und die Möglichkeit bieten, sich durch Töne bemerkbar zu machen. Das Modell hat eine CE-Zulassung und entspricht den Richtlinien der DIN an ISO 12402-4, was die Norm beinhaltet, erläutern wir im weiteren Verlauf des Produktvergleichs. Aus festem Material, die Bravissimo ist in einem leuchtenden Orange gehalten, das Schutzhüllenmaterial besteht aus Polyamid. Das sind synthetische und thermoplastische Kunststoffe, die unter anderem in Bekleidung, Angelschnur oder als Seile zum Einsatz kommen. Das Material gilt als sehr zäh und fest und hat eine chemische Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln auf organischer Basis. Die Schwimmweste von AWN hat einen Auftrieb von bis zu 100 Newton. Die Weste ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die kleinste Größe ist für Kinder von 15 bis 20 Kilogramm geeignet und hat einen Auftrieb von 40 Newton. Bei der kleinsten Größe beträgt der geeignete Körperumfang 66 bis 71 cm. Die größte Variante mit 100 Newton Auftrieb passt zu einem Körperumfang von 106 bis 120 cm und einem Körpergewicht von 80 bis 120 kg. Die Weste eignet sich gemäß Hersteller für Binnengewässer und geschützte Reviere. Zu geschützten Revieren bzw. Gewässern zählen unter anderem kleine Buchten, Seen, Flüsse oder Kanäle, wo maximal Windstärke 4 und nur geringe Wellenhöhen auftreten können. Was ist Auftrieb? Auftrieb findet sich in Flüssigkeiten oder Gasen. Dieses Phänomen kommt beispielsweise im Wasser in Verbindung mit Luft vor, die sich in einem Objekt oder in den Lungen eines Lebewesens befindet. Die Angabe des Wertes der Auftriebskraft erfolgt in Newton. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Sekuma Jump Rettungsweste. Die Sekuma Jump ist eher als Schwimmhilfe denn als Rettungsweste zu betrachten. Daher findet sich in der Artikelbeschreibung die DIN an ISO 12402-5. Demnach sollte diese Weste nicht von Nichtschwimmern benutzt werden. Konzipiert ist diese Weste für maximale Bewegungsfreiheit bei einer Vielzahl von Wassersportarten, vor allem aber beim Segeln. Die seitlichen Verschlüsse dienen dazu, die Weste hauteng verstellen zu können. Der in der Weste enthaltene Weichschaum soll den Körper selbst im härtesten Regatteinsatz polstern. Mit Klettverschluss und Reflexstreifen, diese Weste verfügt über einen praktischen Klettverschluss sowie Reflexstreifen hinten, vorn und an der Seite. Praktische Reißverschlusstaschen sind ebenso vorhanden wie seitliche Verstellmöglichkeiten. Es handelt sich um eine Schlupfweste mit einer Auftriebsklasse von 50 Newton. Laut Hersteller eignet sich die Weste auch für Kanu, Kajak, Jagen, Wasserski und Angeln sowie als Regattaweste. Der nächste Produkt ist Lalisas Chico 100N-150N Kinderrettungsweste. Die Lalisas Rettungsweste Chico 100N-150N hat nach Angaben des Herstellers eine ergonomische Passform und ist für Kinder gedacht. Die Scharumverteilung in der Weste soll eine sichere Körperposition im Wasser ermöglichen und für eine schnelle Drehung auf den Rücken sorgen. An der Rettungsweste ist ein Gurtband mit Schnalle angebracht.
Das Produkt verfügt über einen Kunststoffreißverschluss und ein Reflektorband, das eine bessere Sichtbarkeit im Wasser ermöglichen soll. Die an der Weste angebrachte Signalpfeife soll das Lautstarke bemerkbar machen im Wasser ermöglichen. Die Rettungsweste hat einen Auftrieb von 55 Newton. Halsband für besseren Halt des Kopfes. Diese Rettungsweste ist laut Hersteller mit einem breiten schwebenden Halsband versehen, das den Kopf des Kindes gut hält und unterstützt. Diese Rettungsweste entspricht der DIN-Norm ISO 12402-4 und damit den aktuellen Richtlinien der Europäischen Union für Rettungswesten mit 100 Newton. Der Gürtel und der Schrittgurt dieser Rettungsweste sind verstellbar und an die Körpergröße des Kindes anpassbar. Die Weste ist in einer leuchtenden, gelben Signalfarbe gehalten und mit kindgerechten Motiven versehen. Der Hersteller bietet 4 verschiedene Größen für Kinder mit einem Körpergewicht von 3 bis 40 Kilogramm an. Was besagt die DIN-Norm an ISO 12402? Sie beschreibt die Normen für Schwimmhilfen und Schwimmwesten und unterteilt sich in mehrere Gruppen. Der nächste Produkt ist Lalisas 100N Feststoffrettungsweste. Die Lalisas Rettungsweste 100N für Babys und Kleinkinder mit einem Körpergewicht von 3 bis 10 Kilogramm hat einen Auftrieb von 32 Newton und ist nach der DIN-Norm ISO 12402-4 zertifiziert. Sie eignet sich für das Einsatzgebiet geschützte Gewässer und zeichnet sich nach Herstellerangaben durch Tragekomfort, eine ergonomische Form und Sicherheit aus. Die ohnmachtssichere Weste dreht bewusstlose Personen im Wasser automatisch in eine sichere Schwimmlage. Der hohe Schutzkragen soll den Kopf stützen und schützen. Die Weste ist in Orange gehalten und mit Reflections-Streifen versehen. Das soll die Sichtbarkeit bei Dunkelheit erhöhen. Eine mitgelieferte Signalpfeife soll helfen, auf sich aufmerksam zu machen. Mit Schritt- und Taillengurt sowie Zugbandkordel. Diese Weste ist durch einen individuell verstellbaren Taillengurt und einen Schrittgurt, jeweils mit Schnalle, an den Körperumfang anpassbar. Mit einem Zugbandkordel lässt sich die Weste außerdem unterhalb der Taille verschließen. Der Hersteller bietet neben der Größe für Babys 3 Kindergrößen und 4 Erwachsenengrößen an. Der Auftrieb liegt zwischen 42 und 115 Newton. Die Rettungsweste von Lalisas aus dem Vergleich ist mit einem Reißverschluss versehen, der für den notwendigen Halt sorgen und die Rettungsweste zusammenhalten soll. Da sie der DIN-Norm entspricht, eignet sie sich laut Hersteller auch für Boote und Fähren als Notfallstandardausrüstung für Menschen in Seenot. Was bedeutet ohnmachtssicher? Das bedeutet, dass eine Rettungsweste eine Person im Wasser selbstständig in Rückenlage bringt und deren Kopf über Wasser hält. Das verhindert ein Ertrinken des Betroffenen, wenn er bewusstlos sein sollte, daher die Bezeichnung ohnmachtssicher. Der nächste Produkt in unserer Liste ist AWN Security 150 Liter Rettungsweste. Die AWN Rettungsweste Security 150 Liter hat einen Auftrieb von 150 Newton und ist für Personen mit einem Körpergewicht von 50 bis 120 Kilogramm geeignet. Der Brustumfang der Rettungsweste ist per Gurt verstellbar und reicht von 85 bis 120 cm. Der Hersteller verspricht eine einfache Wartung des Modells. Die Weste entspricht der DIN-Norm an ISO 12402-3. Sie löst automatisch aus, sobald der Betroffene ins Wasser fällt. Dazu dient unter anderem eine CO2-Kapsel mit 32 Gramm Inhalt als Auslöser. Nach der Verwendung ist es lediglich erforderlich, die CO2-Patrone und die Auslösetablette zu tauschen, damit die Rettungsweste wieder einsatzbereit ist. Auslösertabletten halten die Spannung einer vorgespannten Feder aufrecht. Wenn die Tablette Wasserkontakt hat, löst sie sich auf. Nach dem Auslösen entspannt sich die Feder und öffnet die CO2-Patrone. Wenn die Füllpatrone bereit ist, bläst sich die Automatikweste in Sekundenschnelle automatisch auf. Made in Germany und streng geprüft, die Herstellung der Rettungsweste von AWN erfolgt nach Herstellerangaben in Deutschland. Das Modell unterliegt demnach einer strengen computergestützten Prüfung im Trockenen und unter Wasser. Die Security 150 Liter dreht den Betroffenen in eine sichere Rückenlage, wenn er ohnmächtig ins Wasser fällt. Neben dem vollautomatischen Auslösemechanismus verfügt die Weste über einen Handauslöser, den der Nutzer manuell auslöst. Außerdem ist ein Mundventil integriert,
das es möglich macht, die Weste mit dem Mund aufzublasen oder Luft nachzufüllen. Das Modell ist mit einem Lifebelt ausgestattet. Dieses Gurtgeschirr zur Sicherung an Bord eines Schiffs verhindert ein Überbordgehen. Was sind Schwimmhilfen? Eine Schwimmhilfe fasst alle Hilfsmittel zusammen, die einen Auftrieb bis 50 Newton haben. Sie können unterstützend bei Schwimmübungen oder auch im Notfall sein, erfordern aber eigene Bewegungen zum Überwasserhalten. Schwimmhilfen sind nicht ohnmachtssicher und können eine Rettungsweste nicht ersetzen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sekuma Bravo 20-30 kg Rettungsweste. Die Sekuma Bravo 20-30 kg Rettungsweste bietet eine Auftriebskraft von 40 Newton. Sie eignet sich für Kinder mit einem Körpergewicht zwischen 20 und 30 kg. Das Produkt entspricht der DIN-Norm an ISO 12402 bis 4. Es hat eine CE-Zulassung und ist in Orange gestaltet. Einsetzbar ist die Rettungsweste im Binnengewässer oder einem geschützten Revier. Sie eignet sich für den Gebrauch auf Motorbooten, beim Angeln oder für Rettungsorganisationen. Welcher Verschluss sollte bei einer Rettungsweste bevorzugt werden? Es gibt grundsätzlich drei Verschlussarten an Rettungswesten. Eine Weste mit Reißverschluss gilt als sehr stabil. Bei Gurten besteht der größte Vorteil in ihrer individuellen Verstellbarkeit. Klettverschlüsse sind praktisch, allerdings nicht so haltbar wie die beiden anderen Varianten. Die Wahl des Verschlusses hängt von den eigenen Vorlieben und Ansprüchen ab. Die Rettungsweste von Sekuma ist eine Feststoffweste. Sie ist mit einem doppelten Schrittgurt und Reflections-Streifen ausgestattet. Daneben verfügt sie über eine Signalflöte. Mit ihrer Hilfe ist es im Notfall möglich, auf sich aufmerksam zu machen. Den Herstellerangaben nach bietet die Bravo-Rettungsweste einen ergonomischen Zuschnitt. Sie ist mit Lamellenschaum gefüllt und soll bequem sein. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.